Ja, liebe Freunde, liebe Minecraft-Fans, herzlich willkommen zurück in der Luskenhöhle, wo wir immer noch zugange sind, seit nunmehr fast 3 Folgen und ja, noch längst nicht auf dem Rückweg, also eigentlich jetzt schon permanent oder penitenziell auf dem Rückweg sind. Das hier hatten wir jetzt gemacht. Hier sind wir eingestiegen, so ja, semi. Ja, wäre jetzt auch toll, wenn wir das hier irgendwie geschissen kriegen würden. Hier noch das Zeug irgendwie mitzunehmen und dann hier wieder irgendwie hoch. Ja, war das jetzt der Eingang hier oder sind wir jetzt irgendwie zu zeitig aus dem Wasser raus und weil hier ist ja offenbar nichts mehr. Oh, warte mal, ich muss mal mit dem Ellenbogen, ich liege mit dem Ellenbogen so gern auf der Heizung drauf, also egal ob die an oder aus ist, aber da lag gerade die Katze. Es sieht so aus, als ob wir hier waren. Aber wir müssen ja... Oder, ach, wir sind von hier unten gekommen, ne? Ja. Das war die Geschichte hier, genau. So, und dann wären wir damit jetzt zumindest erstmal wieder in dieser Hauptschlucht. Wo wir uns jetzt mal noch ohne irgendwie Kapriolen zu schlagen... wenigstens ein paar Sachen, die wir direkt in Reichweite haben, mitnehmen wollen. Und dann geht es aber auch vielleicht erstmal wieder hier raus, wenn sich das Ding jetzt nicht noch 20 Mal verschachtelt irgendwo. Oder wenn ich noch was super krasses entdecken. So ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Wie gesagt, ich werde mich jetzt hier nicht verrenken, schon gar nicht wegen der Kohle. Aber naja, was wir haben, das haben wir halt. Kennt ihr ja. So. Ist halt auch immer viel. Das ist ja mal das. Kostet ja auch Zeit. Die wir ja bei Minecraft tendenziell haben. Ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt hier im Stress irgendwie wären. Oder im Stress verfallen müssten. Na. Zumal da drüben ist jetzt auch noch Gold in der Wand, Lapislazuli in der Wand, hier unten ist noch Eisen. Auf das wir natürlich nicht scheißen. So. Dann müssten wir es erstmal dahingehend gepackt haben. Ja, hier noch ein bisschen Kohle, klar. Nehmen wir. Nehmen wir natürlich gerne noch mit. Ja, gucken, ob wir an die anderen zwei Sachen da auch noch irgendwie ein bisschen rankommen. Ich habe ja hier jetzt so ein paar Dinge, die ich mit verschwenden kann. Also Kohle hier, ne, sag schon mal, ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Gold, Diamant. Redstone schon mal alles ein bisschen hier an Ort und Stelle bringen. So. Da wäre jetzt der Lapis und das Gold. Warte mal. Gold ist da, Lapis ist da. Können wir uns ja hier so ein bisschen noch ein kleines Sprungbrett bauen, beziehungsweise es eigentlich von unten raushauen. Das geht. Ja. Zack, zack. Ja, und da kommen wir sicherlich auch noch nach oben. Hoppala. Ja. So. Noch Eisen dahinter. Passt ja wunderbar. So. Nur nicht leichtsinnig werden. So, ach,
da hinten, da ist ja... Ah ja, gut. Da müsste man vielleicht... Es sah jetzt schon ein bisschen reizvoll aus, dass sich da hinten jetzt die Höhle quasi nochmal irgendwie ein bisschen verdrümmelt. Man könnte natürlich jetzt, hatte ich mir hier so ein bisschen den Vorsprung gebaut, weil ich ja hier schon mit der Kohle zugange war. Einfach mal hier quer rüber. Und hier hoch. Da ist jetzt nämlich nochmal so ein kleiner... Naja, mit Lava und so. Wisst ihr ja, wie es ist. Immer nicht ganz so sympathieerweckend, aber wir werden es uns mal aufhalsen hier. Fürs Eisen ist das schon okay. Achso, das ist jetzt hier. Nee, das ist schon wieder eine... Das ist ja schon wieder eine andere Schlucht hier. Na, hör mal. So hatte ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Dass hier dahinter jetzt noch eine Schlucht ist, wo jetzt instant die Leuchttintenfische natürlich erstmal verenden müssen, weil ich denen das Wasser gerade abgestellt habe. Es tut mir leid an der Stelle. Schade Schokolade. Der eine hat offenbar ein bisschen größeres Lungenvolumen. Aber jetzt ist auch mit dem vorbei. Ciao mit V. So, dann nehmen wir uns mal den ganzen Stuff noch hier. Bzzzt. Kohle. Ja, komm. Brauche ich nicht hier das Zeug, ehrlich. So, Leuchttintenbeutel mal mitnehmen und dann, ja, dann sieht das ja hier auch schon mal sympathisch aus. Naja, sympathisch. Das ist mir ein bisschen viel Wasser und Lava, was mir da zusammenläuft, aber hey. Wie ich gerade sagte, wir haben ja Zeit, ne? Wir haben Gold. Ja. Snacken wir uns natürlich erstmal alles. So, mal sehen, wie ich das jetzt hier am geschicktesten anstelle. Da, um das ganze Gezubbel drumherum zu kommen. Es ist ja durchaus... Naja. Ist eben nicht zu unterschätzen hier, die ganze Nummer. Ah. Ja gut, ciao. Das ist mir ein bisschen zu heiß, aber... Boah, heilige Scheiße. Oh Gott, hier läuft ja aber auch alles zusammen, was geht, ne? Grundgütiger. Okay. Ja. Mal gucken, hier erstmal zumachen. Wasser, wenn das Wasser weg ist mit der Lava, kommen wir dann schon klar. Da oben das Lapis würde ich schon ganz gerne nehmen wollen. Muss ich es mal so machen. So. Ja, da hinten ist wieder Diamant. Ich dachte es mir schon beinahe. Wenn schon, denn schon. Na, nein. Das war falsch. Das war ganz falsch. Das war super falsch. Das habe ich gerade beschissener, wie ich es hätte nicht anstellen können, angestellt, leider Gottes. Aber muss gehen. Muss jetzt mal gehen. Ah. Scheiße. Da auch noch Wasser rauskommt, weißt du. Das ist ja aber auch nicht mal übertrieben hier. Was haben wir denn hier dahinter noch? Noch mehr Stuff. Ah, gut, ja. Ja, komm. Och, nö. Eigentlich. Ach, eigentlich. Wird gleich wieder hier zur Superhöhlentour. Ich war doch nur neugierig. Hey.
Ach, weißt du. Werden wir nie fertig hier. Die Gefahr hin, irgendwas zu übersehen. Eisen. Aber auch da hinten ist Diamant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm. Das nehmen wir auf uns. Das nehmen wir mal auf uns hier. Es lohnt sich am Ende doch noch richtig, weißt du? Das lohnt sich am Ende doch noch richtig hier, die ganze Nummer. Ja. Easy Snickerino. Ja. Klar. Waren ja immerhin gleich mal 5. So, hier ist noch ein bisschen Redstone. Eisenkohle. Ich hoffe, dass jetzt hier hinten trotzdem, ja, gut, Ende ist. Okay, also snacken wir uns erstmal. Die ist nicht übel, also dafür, dass ich mir die da mal so abgesteckt habe, weil ich gedacht habe, ja, damals, als ich mit der Lore da mal schnell angehalten bin, reingeguckt habe und gesehen habe, ja, da könnte doch ein bisschen was drin sein. Oh, jetzt sind wir hier über 3 Folgen drin. Hier ist sogar noch Gold dahinter. Haut da raus, ja. Kann ich mich absolut nicht beschweren. Wir haben von jedem etwas bis jetzt. Natürlich außer Smaragd, klar, weil Smaragd ja nur im Gebirge vorkommt, aber ich will hier absolut nicht klagen. Gerade diamanttechnisch schon geil. Oh, wir haben ja schon 13. Ne? Das lohnt sich richtig. Da gönnt er uns aber. So, jetzt geht es hier natürlich auch nochmal nach oben. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so möchte, aber ja, man kann ja mal ein bisschen hier und da. So. So. Kann natürlich auch sein, dass wir von hier aus... Ah ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, wieder in Richtung Schlucht zurückkommen. Da sind wir jetzt also hier. Ja, wegen dem Eisen da hinten jetzt nicht in Tod springen, keine Ahnung. Bisschen Kohle, ja. Auch nicht übertreiben jetzt. Aber das Spiel übertreibt natürlich, ist klar. Muss ja so sein bei Kohle. Weil da hinten, wo wir gerade jetzt noch so ein bisschen rumgestürzt sind in der Schlucht, hatten wir ja auch noch Diamant gesehen. Der muss ja auch noch mit. Aber ich würde trotzdem erstmal den Weg, den ich jetzt gerade hier hinten gegangen bin, wieder zurücklaufen, um ja nichts übersehen zu wollen oder übersehen zu haben. Deswegen gehe ich jetzt erstmal wieder den Weg zurück hier. Halbwegs, ja komm. Ob ich Fliegenpilze mitnehme, es ist ja immer so eine Sache für sich. Die kann man ja auch durch den Kompost jagen, so für Knochenmehl. Ich nehme es erstmal, wenn ich dann am Ende wirklich keinen Platz mehr frei habe, kann ich die immer noch wegschmeißen. Das kennen wir ja schon, das Spielchen. Werde ich mir mal hier mit dem unnützen Kappes noch ein bisschen Weg hier rüber bauen, wegen Eisenkohle und Konsorten an den vielen Orten. So. Okay. Ja, okay. Ja, okay, habe ich gesagt. Na gut, dann werden wir in der Folge jetzt auch nicht mehr fertig mit der Kohle. Das ist mal wieder hier mein kleiner Bug. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder und machen genau hier weiter. Macht's gut.